Wir werden gleich Maschinen sehen. Was machst du da? Kavat! Wenn das Boot kippt, ertrinkt er mit den Ketten. Dann ertrinkt er eben. Kannst du mir das vom Kopf nehmen? Kavat! So. Wie soll das Licht mit dir sein, wenn du nichts sehen kannst? Wir hätten ihn beobachten und den Grauhabichten überlassen sollen. Verdammte Schattenkarte. Trotz diverser Jahre im Militär glaubt sie immer noch an Gerechtigkeit. Setz deinen gönnerhaften Hintern hin und paddel! Wenn er abhaut... Wohin? Der einzige Zufluchtsort ist Dämmerungsgriff. Und dort... bringen wir ihn schon hin. Dämmerungsgriff? Wer seid ihr zwei? Ist das ein Gefangenenaustausch? Sei bitte leise. Hier draußen sind Maschinen. Der tadellose Marat gibt dir eine Chance. Falls wir Dämmerungsgriff lebend erreichen, kannst du ihn um Begnadigung bitten. Also, versuchst du es mit uns, oder... Sturmvogel! Halt still, du Idiot! Okay, ich glaube, das war's. Sonnenkönig Avad will mich also begnadigen? Ein Soldaten der Gegenseite? Was möchte er als Gegenleistung? Hey, ich hab dich was gefragt! Es kommen immer mehr Maschinen in dieses Tal. Und die Sonne brachte uns Itamens Schatten für die Antwort. Mich? Du und Marat, ihr seid doch verrückt. Hey, nicht Marat tadeln. Was hat denn dein Hals vor? Er geht Richtung Dämmerungsgriff. Er trifft gleich auf uns! Kommen wird vom Dämmerungsgriff nichts übrig sein, wenn wir dort sind. Der tadellose Marat hätte Verstärkung geholt. Wenn die Verstärkung unterwegs wäre, müssten wir wohl nicht diesen verfluchten Mörder aus dem Gefängnis holen. Wie können Sie ihn begnadigen? Alle halten Rias für einen guten Schützen. Ja, und er wird auch auf uns schießen. Du wechselst mit mir. Was? Einfach nach vorne und paddeln. Die Wächter hier sind, müssen wir mit Schlimmer brechen. Dann hoff mal, dass wir gut genug sind. Sind sie weg? Sie dürfen uns nicht sehen. Sie dürfen uns nicht sehen. Ich wohne jeder Zeremonie bei, wenn sie uns nicht entdecken. Ist nicht deine erste Maschine covered? Halte uns auf der linken Seite. Weg von ihnen. Sind die Wächter noch da? Auf zum Flussufer, bevor wir es herausfinden. Die Sonne strahlt für die Würdigen. Die Sonne strahlt für die Würdigen. Die Sonne strahlt für... Was war das?
Das ist ein Schnappmaul! Auf zum Stehen! Da sind noch mehr! Gib mir den Bogen! Wir schaffen es nicht! Wir müssen wohl. Ich sterbe nicht für einen Schattenkater! Mit deiner Hand. Ich hol dich. Halt durch. Nein! Der Schnappmaul holt mich als nächstes. Ich muss von diesem Steg weg. Entlassung gesorgt. Aber wieso? Ich gehe besser nach Dämmerungsgriff, suche Marat. Mal sehen, was er als Gegenleistung möchte. Mein Orientierungssinn stimmt, bin ich auf Glanzgrauen. Und Dämmerungsgriff ist auf der anderen Seite. Gehe ich dorthin oder haue ich ab? Nein. Ich bin kein Krimineller. Ich gehe nach Dämmerungsgriff. Mal sehen, was Marat will. Hey! Also, die andere Soldatin aus dem Boot lebt noch. Und sie glaubt, ich will abhauen. Jemand beim Üben unterbrochen. Endlich mal etwas Glück.
gerostet. Dieses Tal voller Maschinen ist, kann ich mich jetzt wenigstens wehren. Ja. Ob Marat mich begnadigt, wenn ich Dämmerungsgriff erreiche? Dem Schatten von Itamen wird nicht so einfach vergeben werden. Da muss ein Haken sein. Wachposten. Ich muss vor der Soldatin in Dämmerungsgriff sein. Sonst hetzt mir der tadellose Marat jede Einheit des Sonnenreichs auf den Hals.
komme ich von hier nach Dämmerungsgriff? Ich sollte an der Seite des Turms hochklettern können. Noch ein Ziel erwischt. Ist wirklich schön hier oben. Ich war schon zu lange nicht mehr in den Bergen. Niemand zu Hause. Hier fehlt ein Schlüssel.
sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Wovor sind sie geflohen? Sollte helfen. Ein Wächter. Zum Glück habe ich den Bogen. Ich muss diese Maschine erledigen. Schüsse! Los, erledige ihn! Genau so! Hast mich erwischt! Nein! Nein! Voll ins Auge! Erledigt. Dämmerungsgriff ist nah. Wohl noch einmal klettern. Eine Trophäe schadet nie. Werde ich brauchen.
Flammen. Ich muss schnell dorthin. Vielleicht gibt es Überlebende. Keinen Kamm! Hab ich dich. Verdammter Schattenkörper. So, er ist wach. Rias, ich heiße... Tadellose Marat. Du bist Avads Spionmeister. Ein Treffer mit dem Stein scheint dir nicht viel auszumachen. Du sagtest was von lebend, nicht bei Bewusstsein. Warum hast du mich hergebracht? Meine lebenslange Haft war das Letzte, was ich von Avad hörte. Der strahlende Sonnenkönig Avad. Du kommst gleich zur Sache. Genau wie dein Bruder. Das ist es also. Urit hat Probleme? Es geht hier nicht nur um das Leben deines Bruders. Maschinen attackierten die Siedlung. Maschinen greifen keine Siedlungen an. Sag das den Toten! Der tadellose Marat verlässt Meridian nicht wegen Gerüchten. Du hast die Maschinen im Flusstal gesehen. Hier passiert etwas und diese Siedlung leidet darunter. Urit erklomm den Sonnenspeer auf der Suche nach Antworten. Er ist noch nicht zurück. Und du brauchst jemanden Entbehrliches, der ihm hinterhergeht. Ich brauche einen ebenso guten Kletterer, der seine Suche vollendet. Erledige das und ich vergebe dir deine Taten in Meridian. Alles wird vergeben? Einfach so? Offiziell, ja. Falls du Urit findest oder Radell auf der Suche nach ihm, wäre es ein Segen. Doch, um des Sonnenreichs willen, musst du die Ursache der Maschinenangriffe finden. Eine Nora-Kriegerin, ein Spionmeister und eine Begnadigung von Avad. Du musst mich ja verdammt hart mit dem Stein erwischt haben. Aloy. Bringst du Rias bitte zum Sonnenspeer? Wer einen Berg nicht findet, ist vielleicht der falsche Kletterer. Kannst du klettern? Wenn nicht, dann wird das ein recht schnelles Ende nehmen, oder? Dann lass uns gehen.